Lust auf einen kleinen Star Trek Quickie, Leute? Heute bauen wir mal den Maschinenraum von Megablocks. Auch ein Set aus der Star Trek Serie mit gerade mal 97 Teilen, also von daher wirklich ein kleiner Bau-Quickie. Allerdings dafür gleich mit 4 Minifiguren oder wie heißt das immer noch hier, Superposable Micro Action Figures. Das ist eine coole Sache. Hier vorne sehen wir auch schon den ersten, das ist der Chef vom Maschinenraum, Mr. Scott. Und auf der Rückseite sehen wir die übrigen. Wir haben nochmal hier einen Klingonen, Mr. Scott, Chekov und noch so einen Klingonen. Ah, der hier hat sogar noch einen Namen. Das ist Kang. Den kennt man aus der Serie, wenn man sie denn geschaut hat. Die sahen noch alle irgendwie gleich aus damals. Und wir haben noch mit dabei, ja, 4 Schwerter. Irgendwie muss ich ja hier bekriegt werden. Und irgendwie muss ich jetzt erst einmal das Set hier aufbekommen. Und ich bräuchte eine Schere. Man sieht, ich bin mal wieder bestens vorbereitet. Also wir müssen einmal hier schneiden und wie es aussieht, auch nochmal hier schneiden und hier auch muss man das rundherum öffnen. Die sind ja manchmal echt komisch verpackt, die ganzen Megablocks-Sets hier. Von daher würde mich das gar nicht wundern, wenn auch hier wirklich alle Seiten aufgehen müssen. Haben wir hier eine Lasche drin? Nee. Mein Gott, wie geht das denn auf? Ah, ich kann jetzt zumindest mal den kompletten Deckel aufmachen. Also Megablocks, ich habe jetzt schon einiges ausgepackt von euch, aber die Packungen sind immer wieder etwas merkwürdig und eine Überraschung. So, jetzt muss nur noch hier unser Mr. Scott irgendwie rauskommen. So, super, Packung ist dann mal komplett zerlegt und kann direkt zur Seite. Da haben wir Scotty und da haben wir die megamäßig vielen Tüten mit den ganzen Bausteinen. Und unsere kleine Mikroanleitung, die besteht aus, Seiten kann man nicht sagen, ist eher so eine längere Broschüre, bautechnisch, ja, Megablocks üblich, ne? Gut gedruckt, lässt sich gut ablesen. Und wir haben auch hier, lasst mich kurz schauen, ja, bedruckte Teile dabei, nämlich hier diese Konsole. So muss das sein, das liebe ich bei Megablocks. Also Leute, ich baue das Ding mal flott zusammen, wird wahrscheinlich um die 2 Minuten dauern. Und dann werfen wir einen Blick drauf. Ganz kurze Unterbrechung, denn ich muss hier mal ein Lob loswerden. Schaut es euch an, das sind die bedruckten Teile und Megablocks hat tatsächlich jedes Teil einzeln eingepackt, damit die nicht verkratzt werden. Toll, also, dass sie auf so eine Lösung gekommen sind, da sind viele andere schon dran gescheitert. Also Spaß beiseite, finde ich richtig gut, dass die Teile hier so gut schützen. Dann sehen die hinterher auch noch richtig gut aus, auch nach dem Transport. Schauen wir doch direkt mal nach. Das hier ist so ein Schaltplan und ja, also Respekt, da sind so gut wie keine Kratzer drauf. Na, so ein bisschen schon. Zu früh gefreut. Na, so ein bisschen Kratzer sind schon drauf, aber wenn die nicht verpackt gewesen wären, die einzelnen Steine, dann wäre das garantiert noch viel, viel schlimmer mit den Kratzern. Also von daher, das Lob bleibt Megablocks. Sehr schön. Ihr achtet darauf, wenn ihr euch schon die Mühe gebt, hier extra alles zu bedrucken. So, jetzt wird aber schnell gebaut. Ja, und da sind wir auch schon fertig. Da hinten stehen die ganzen Kollegen. Wir fahren mal etwas näher ran. Wie gesagt, der Zusammenbau, na keine 2 Minuten, aber 5 Minuten hat es maximal gedauert. Und wir haben dann hier so ein kleines Kontrollpanel mit den bedruckten Fliesen. Da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ihr seht, wir haben hier eine kleine Wand gebaut und da unsere Fliesen und bedruckten Teile dran geklackt. Und fertig war das Ganze. Interessanter sind ja eh hier die Minifiguren. Und wir fahren einmal etwas ran. Da haben wir unseren Mr. Scott. Und hier kann ich vermelden, die Minifiguren, die sind hier echt tadellos. Vom Druck her, da ist alles super sauber und hervorragend. Also so gute Minifiguren hatte ich von Megablocks bisher noch nie. Wir haben hier keine Farbkleckser, keine Stellen, die nicht irgendwie richtig angemalt sind. Der ganze Druck, das Gesicht, die Augen, es sind wieder Lochaugen, also reingepiekst und nicht drauf gemalt. Tadellos. Wirklich, wirklich gut. Hatte ich jetzt bei einem anderen Set wie hier hinten, bei dem Klingonen, bei diesem Battlecruiser, der war nicht ganz so sauber. Also hier hat Megablocks echt einen guten Tag gehabt. Und das gilt nicht nur für unsere beiden Crewmitglieder hier, Chekov und Scotty, sondern auch für die beiden Klingonen, die da noch mit dabei sind. Also wer hier Spaß an diesen kleinen Figuren hat von Megablocks, das hier ist ein Set, da bekommt man 4 Stück für einen echt günstigen Preis, wo man sonst vielleicht eine einzelne bekommt.
Tja Leute, und während sich das Karussell mit unseren Protagonisten hier noch munter dreht, sage ich euch gerne noch, dass ich euch das Set hier in der Videobeschreibung verlinkt habe. Das ist ein Amazon-Link, dort könnt ihr das gerne direkt bestellen. Und schaut euch unbedingt auch mal diese anderen Megablock-Sets an von Star Trek. Die meisten sind recht günstig, wie hier, das kostet so um die 7, 8, 9, 10 Euro, je nachdem, die Preise schwanken da immer etwas. Der große Battlecruiser im Hintergrund, der kostet so um die 20 Euro, der Transporter rum 25 Euro. Die große Enterprise, die kostet, naja, sagen wir zwischen 160 und 200 Euro. Und die Brücke, die schlägt immer so mit 80, 90 Euro auf. Auf jeden Fall echt coole Sets. Wenn ihr Spaß habt hier an Star Trek und an Klemmbausteinen, dann schlagt zu. Die ganzen Videos dazu findet ihr auch in meiner Playlist Lego, Leppin und Co. So, das wär's gewesen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Me Uppercat.